Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bimovic und dies ist Bimopolis. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen. Heute haben wir 1, 2, 3 Kleinigkeiten vor. Ich habe ja in der letzten Ausgabe habe ich ja dieses Einkaufszentrum hier gebaut und dann festgestellt, dass diese Gegend hier, das Bling-Bling-Viertel, wie ich es genannt habe, dass es noch nicht Hightech-Häuser beinhaltet. Aber jetzt. So, und das müsste eigentlich der Gegend voll den Push geben. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie sich das jetzt hier so auswirkt. Jetzt bin ich mal gespannt. Da hinten wird schon eins geupgradet. Ich mach mal ein bisschen Gas. Aha. Aha. Oh, da passiert jetzt einiges. Da rappelt's im Karton. Ah, das entwickelt sich. Das wird gut. Das wird super gut. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Außerdem kommen hier bestimmt noch 1, 2, 3 neue Gebäude dazu. Der Bedarf ist immer noch hoch. Auch an Wohngegenden. Das ist nicht schlecht. Und man sieht tatsächlich, diese Hightech-Häuser, das lässt die Gegend schon nochmal sich verändern. Und die Gebäude werden halt einfach ein bisschen hübscher. Und das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ums Einkaufszentrum herum. Hier, das ist das Nee, oder? Ist das das Wohnviertel? Da ist, glaube ich, doch. Hier sind Wohnungen. Genau. Das sind Wohnungen, das sind Büros. Super. Ja, also man sieht, dieses Upgrade in Richtung Hightech-Häuser, das flasht die Gegend schon nochmal. Und mit der Zeit werden die Gebäude halt einfach hübscher. Das sieht dann einfach so ein bisschen geiler aus. Hier auch neben diesen Steinsäulen, die habe ich auch noch dahin gesetzt. Großartig. So. Also, gar nicht schlecht. Hier die Müllwagen-Armada. Ja, the toilet ist halt nicht mehr weit weg. Da müssen wir jetzt auch so langsam ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir dann nachher hier wieder irgendwie kranke Bürger und Kontamination über die ganze Stadt hinweg. Hatten wir alle schon. Krisen hat diese Stadt schon einige erlebt. Ich bin übrigens schon sehr lange Bürgermeister, muss ich sagen. Aber so ist es halt. Dafür ist die Stadt ja auch wirklich schön geworden. Und auch groß. 119.000 Einwohner, gar nicht mal so übel. So, gut. Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, kann ich das ja wieder ein bisschen langsamer machen. Büroviertel war das Thema. Ich muss immer noch, beziehungsweise könnte immer noch, mich diesem Thema hier verschreiben. Und so völlig bescheuert finde ich das auch gar nicht. Deswegen machen wir doch jetzt mal noch so ein bisschen Planungen in diese Richtung. Zum einen können wir mal ein paar Straßen noch so entlang ziehen hier. Da haben wir schon 1, 2 neue Flächen, die wir dann auch wieder bebauen können. So, sehr schön. Jetzt muss ich aber auch mal wieder nach den Grundbedürfnissen gucken. Sonst geht's schief. Also, wir haben auf jeden Fall keine Ärzte mehr hier in der Gegend, so wie mir scheint. Deswegen wäre es vielleicht mal ganz gut, ich könnte ja ein Quadrat sozusagen opfern für den täglichen Bedarf. So, Altersheim ist hier jetzt auch nicht mehr ganz so angesagt, aber wir wissen ja, das ist schon wichtig, dass man das alles irgendwie hat. Jetzt baue ich hier mal ein Altersheim hin. Das hier ist ein Kinderkrankenhaus. Das donnern wir dahin. Dann brauchen wir ein Krematorium. Das machen wir neben das Krankenhaus. Dann haben wir eine Feuerwache. Die machen wir dahin. Und eine Polizeistation. Die kommt dahin. Und eine Schule, die machen wir dahin. Eine Oberschule. Eine Universität, nee, die brauche ich nicht, die ist jetzt wirklich nicht weit weg. Und eine öffentliche Bibliothek. Ah, ja.
Ja, komm. Schlaue Bürger sind doch toll. Und jetzt machen wir noch einen Park irgendwo hin. Boah. Mach den mal so ein bisschen mittig. Haben wir irgendwas, was zufälligerweise da genau reinpasst? Das wäre natürlich jetzt Deluxe. Sieht aber echt schlecht aus. Hier der Tropenpark. Der noch am ehesten. Donner ich den da mitten rein. Ihr hört, wie es bling bling macht, ne? Hier geht es gerade voll ab. Aber das ist auch gut so. So, und jetzt könnte ich anfangen, Folgendes zu tun. Wohngegend ist ziemlich hoch im Kurs. Und hier drumherum macht es natürlich auch Sinn. Genau. Und dann brauche ich ja wieder Büros, um meinem Ziel näher zu kommen. Und jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir hier noch. Genau. Und hier gehen wir es jetzt richtig konsequent an und sagen, wir wollen ja unserem Ziel näher kommen. Und deswegen machen wir hier jetzt so eine Büromeile rein. Genau so habe ich mir das auch gedacht. So, prima. Das heißt, meine Stadt wächst weiter. Mein Bedarf an Wohnfläche übrigens sinkt jetzt langsam wieder. Das ist interessant. Aber es war eigentlich so zu erwarten. Es konnte nicht immer so weitergehen. Aber die Büroflächen sind immer noch ganz schön hoch im Kurs. Wie nah bin ich denn meinem Ziel? Kurz mal gucken. Alter! Ich hab's schon geschafft. Ich bin großartig. Hier ist er. Der offizielle Park. Ja, jetzt könnt ihr natürlich den offiziellen Park. Die da unten, die dürsten ja förmlich nach Amüsement. Wie wäre es, wenn ich hier den offiziellen Park hinmache? Oder hier? Zack, schon passiert. Großartig. Das ist doch toll. Das sieht sogar richtig geil aus. Schaut euch das mal an. Ja, der hat kein Wasser. Wozu braucht jetzt der offizielle Park Wasser? Kann mir das mal jemand erklären? So langsam habe ich ja die ganze Stadt hier irgendwie miteinander verkuddelt, ne? Hier ist alles mit allem verbunden. Toll. Der offizielle Park. Mensch, jetzt habe ich den auch geschafft. Schick. Ist einfach toll, so einen offiziellen Park zu haben. Hm. Wie war die Beschreibung? Die war doch irgendwie so lächerlich. Moment mal. Ach, wie offiziell. Sehr parkisch. Der offizielle Park ist ein hübscher kleiner Park, den die Leute gerne besuchen. Anforderung für den Bau des Eden-Projekts. So. Gut, das sind die einzigartigen Gebäude. Dann kommen wir langsam mal vorwärts. Jetzt kommen auch wahrscheinlich dann so langsam die schwierigen Parts. Ne? Unterdrückungsbüro. Observatorium haben wir schon gebaut. Habe ich noch irgendwas zufälligerweise freigeschaltet? So ganz en passant? Auch wahrscheinlich nicht. Nee. Jetzt hier hätten wir noch das ChirpX-Startgelände. Öffentlicher Weltraumtransporter. Na, nicht schlecht. Deshalb, das nehmen wir uns für die nächste Episode vor. Wollte ich ja eigentlich hier oben hinbauen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, das woanders hinzusetzen. Jetzt schaue ich mir erstmal an, wie das hier wird. Das werden aber schöne Gebäude. Habe ich eigentlich das Stadtviertel darüber? Ach, Quatsch. Muss ich immer noch machen. Jetzt kann ich es auch voll hier noch erweitern. Wir wissen ja alle, dass ich das hier sowieso noch machen werde. Aber damit ist das Bling-Bling-Viertel dann auch mehr oder weniger abgeschlossen. Ne? Schön. Wie sieht es eigentlich hier mit der U-Bahn aus? Ich habe es richtig gesagt, U-Bahn. Oh ja, oh doch. Ja? Bisschen was geht auf jeden Fall. Nicht so schlecht. Ich könnte eigentlich auch noch eine Buslinie hier irgendwie reinsetzen. So völlig falsch ist es vermutlich nicht.
Warum kriege ich das jetzt hier so angezeigt? Ich will doch über die Erde. Hallo? Ich komme nicht mehr über die Erde. War das schon immer so? Ach, wahrscheinlich, gell? Ich wundere mich jedes Mal, aber es ist immer gleich. Also gut, okay, dann machen wir hier neue Linie, Bushaltestelle. Und jetzt verbinde ich erstmal das Viertel hier oben so miteinander. So ein bisschen. Ich frage mich auch, wie viel die Leute wohl bereit sind zu laufen. Also wenn ich sowas baue, wie ist denn das dann? Sagen die sich, ja, den Rest laufe ich? Oder dazu hätte ich gerne Informationen. Falls es jemand von euch weiß, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Abo da und lasst mich nicht dumm sterben. Sagt mir bitte, wie das so ist mit den Laufwegen zum Beispiel. Ob diese Bürger bereit sind, selber Strecke zu machen. Oder ob man da quasi bestimmte Regeln einhalten muss, damit man sagen kann, das funktioniert. Oder eben nicht. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall auch eine kleine Buslinie, speziell für hier oben. Und jetzt könnte ich noch diese, jetzt machen wir hier nochmal eine Linie, pass mal auf, hier neue Linie. Und die fährt jetzt halt so ein bisschen flugs darunter. Genau, die hält dann einmal hier. Und jetzt könnte die ja da rüberfahren und dann da runter. Und dann macht die halt den Kreis hier unten. Holt die Leute quasi ab, damit die in mein Einkaufszentrum kommen. Wunderbar. Wunderbar. Vielleicht wäre es ganz gut, auch die Leute hier mal noch irgendwie abzuholen. Jetzt Moment mal. Machen wir hier eine neue Linie. Ich mache hier eine neue Linie. Hier. Ja. Und dann fahre ich da rein. Hä? Mach hin jetzt. Hallo. Hier. Ah, ich raste aus. Okay, dann mache ich da erstmal was anderes draus. Moment mal. Ich hatte nämlich auch gerade eben gedacht, eigentlich habe ich hier in diesem Innenstadtbereich noch gar nichts. Dabei wäre das ja jetzt bestimmt nicht so vollkommen bescheuert, da was zu haben. Also verbinden wir kurz mal alles mit allem. So, jetzt muss ich irgendwie wieder. Wo habe ich angefangen? Ich habe doch da angefangen, ne? Ja, dann kann ich jetzt das auch da abschließen. Zack. Wunderbar. So, jetzt nochmal. Ich wollte eine kleine Busverbindung bauen für dieses Nest hier hinten, aber ich mache das jetzt wirklich so. Und so. Und so. Baue das quasi schon mal für die Zukunft. Weil ich will ja da um den See herum mit Sicherheit. Auch noch irgendwie mal was setzen. Ach, ey, Jemine, jetzt ist er da die Riesenrunde drehen. Ja, dann könnte ich eigentlich auch noch zwei Stationen einplanen. So, prima. Das ist doch super. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das brauchen die da hinten auch, sonst kann man ja nicht schön leben hier. So. Da würde ich vorschlagen, könnte man jetzt, wenn wir schon mal hier sind, fangen wir auch gleich mal an, was zu machen. Oh, da brennt's. Da brennt's! Leute, wo ist meine Feuerwehr? Halt, wo ist die Feuerwehr? Was? What? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe die Feuerwehr vergessen, da kann mit Zack was. So, was für ein Glück, komme ich gerade zur richtigen Zeit. Habe ich eigentlich auch Ärzte hier hin? Nö. Na toll. Machen wir hier erstmal. Ich mache mal so einen Innenstadtkern. Finde ich gut. Da können dann die wesentlichen Bedürfnisse meiner Bürger quasi erstmal gedeckt werden. Schule habe ich aber, gell? Ja, Schule habe ich. Oh, sogar zwei. Nicht schlecht. Bus habe ich jetzt ja auch. Ein Park wäre vielleicht noch schön.
Hundepark, warum nicht? Hundepark da noch. Zack. So, und jetzt lassen wir es laufen. Jetzt müsste ja eigentlich sofort die Feuerwehr aktiv werden. Weil es brennt ja quasi vor der Hütte. Los, rückt aus! Hallo? Da ist schon mal die Polizei. Wo ist die Feuerwehr? Nein! Ah, da kommt eine. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum jetzt die nicht ausrückt, aber vielleicht ist es so einfach, kann man das Spiel dann auch nicht austricksen nach dem Motto, was, es brennt? Brauche ich mal kurz die Feuerwehr rein. Aber mir scheint, wir haben es im Griff. Großartig. So. Ja, hier wird auch fleißig abgegradet. Ich glaube, das ist eine richtig geile Wohngegend. Das hier so direkt an diesem Tümpel. Das gefällt den Leuten. Das kann ich mir gut vorstellen. Und weil es ihnen gefällt, lasse ich die auch da hinziehen. Vor allem jetzt, wo sie hier auch Feuerwehr, Polizei und Pipapo haben, müsste es denen doch eigentlich gefallen. So ein kleiner Laden wäre natürlich schon geil, aber ich habe zurzeit voll die Hemmungen, überhaupt auch nur so das kleinste Gewerbegebiet auszuweisen. Weil am Ende des Tages gehen die dann immer bankrott, weil sie keine Waren bekommen. Aber jetzt hier irgendwas geht jetzt da auf jeden Fall hin. Schöne Stadt, attraktivste Stadt. Aha, inspiriert die Natur zu genießen. Joggen im Park. Smart Homes sind toll. Schöner Sonnenaufgang. Katze von Rauch. Also nur gute Nachrichten. Großartig. Ja, ja. Ja, Krankenhaus. Super. Schön. So muss es sein. Großartig. Ja, das sieht auch alles ganz gut aus. Hier patrouilliert die Feuerwehr. Vielleicht hat es auch irgendwo gebrannt. Ich weiß für nichts. Und da kommen auch schon meine Busse. Ein bisschen viel Bus für den Bedarf hier, aber naja. Ach du Scheiße. Was ist los mit euch? So, diese Buslinie mal angucken. Da gibt es doch die Buslinienübersicht. Busliniename 34. Fahrzeuge 5. Details. Ja, komm. Da reichen auch zwei. Mal ganz im Ernst. Das ist ja echt eine schöne Wohngegend, aber da jetzt hier 5 Busse patrouillieren zu lassen, schaut euch das mal an. Das ist ja pervers. Nee, das machen wir nicht. So. Schön. Oh, das ist ja toll. Mit Big Bite. Mit Werbeschild. Ja, es scheint aber schon zu funktionieren. Noch. Aber wahrscheinlich meldet er sich dann gleich und sagt, ich habe keine Wahl, ich habe keine Wahl, ich muss leider zumachen. Also ich glaube, das ist eine richtig geile Wohngegend, das sage ich euch. Haben wir noch ein Karussell hin? Bietet sich an, ne? Hier ist also quasi ein bisschen Shopping und daneben gibt es ein kleines Kinderkarussell. Ich finde das gut. Da wird sogar noch eine kleine Baulücke noch besetzt. Ja, also das entwickelt sich nicht schlecht. Wir schauen dann einfach mal, wie wir da weitermachen. In der nächsten Ausgabe baue ich dann aber tatsächlich endlich dieses ChirpX Stadtgelände irgendwo hin. Das ist eins der wenigen Sachen, die mir noch fehlt. Und jetzt muss ich mir halt mal überlegen, wo ich es hinbaue und überhaupt. Aber das wird man noch sehen, was wir da genau machen. Irgendwas fällt mir da schon ein. Das ChirpX Stadtgelände. Also gut, in der nächsten Ausgabe dann. Meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Ich freue mich auf euch. Kommt wieder nach Bemopolis, denn schon morgen geht's weiter. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Leistung ist bei Millionen beliebt. Hab heute
Gewalt und 100.000 Autos geknallt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regier diesen Teich. Ich bau alles schön auf und mach's dem Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh.